Hallo und zurück zu Deus Ex. Dann laden wir mal unseren letzten Spielstand. Mal schauen, ob wir auch eine neue Texttafel erhalten. Ich glaube nicht, wir haben letzte Folge nur eine Stunde gespielt. Beziehungsweise am letzten Deus Ex-Tag. Heute ist Sonntag, da spiele ich mal 2-3 Stunden am Stück. So, ich muss jetzt gerade gucken. Ich glaube, das haben wir schon mal, das habe ich schon vorgelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. Wenn ich das jetzt mal einen Schnellflug überlese, glaube ich, habe ich das schon vorgelesen, ja. So, fortsetzen. So, genau, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir dabei waren, die sekundäre Mission zu lösen. So, hier sind ein paar Bilder, sehe ich gerade. Hübsche Beine. So, dann muss ich mich wieder an den PS3-Controller gewöhnen. Das ist blöd, wenn man halt mehrere Let's Plays gleichzeitig macht. In meinem Fall eben Killer 7, was ich jetzt mittlerweile durch habe. Der GameCube-Controller ist ein bisschen klobiger und schwerer als das PS3-Modell. Gut, scheinbar müssen wir hier das Gerät hacken, beziehungsweise haben wir vielleicht sogar den Code dafür. Nein, hacken können wir bestimmt nicht. Wie komme ich da jetzt rein? Gibt es hier irgendwo in der Ecke einen Lüftungsschacht? Sieht nicht so aus. Kann ich hier hinten einsteigen? Ah, hier komme ich in ein komplett neues Gebiet. Das möchte ich nicht. Übers Dach. Gute Frage. Es gibt immer mehrere Lösungswege, daher gehe ich mal davon aus, dass der zweite Zugang über den Dach funktioniert. Oder über eine andere Wohnung. Was ist ja eigentlich für eine Wohnung? War ich hier schon mal drinne? Ah, nur Stufe 1. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, 45% ist mir zu hoch. Das Risiko, es zu verstärken. Bestimmt werden wir jetzt schon erwischt. Nein, ausnahmsweise mal nicht. 25. Wo müssen wir eigentlich hin? Da hinten. Dann gehen wir mal den Umweg. Und das nehmen wir als letztes ein. Spam können wir noch auf jeden Fall nehmen. ...15% nehmen wir auch noch. Die kann man beide verstärken, dann sind wir eigentlich 15%, 15%. Jetzt wird er mich kaum scannen können. 15%. Nehmen wir jetzt hier. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. So, Geld, Erfahrungspunkte haben wir alles abgeräumt. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier jemand drin ist in der Wohnung. Nein. Oh, meine Toilette, die ich so in diesen Farbspielen noch nicht bisher gesehen habe. So ein schönes, hässliches Grün. Sieht aus wie aus den 70er Jahren. So hat sich sogar gelohnt. Hier liegt nämlich überall was rum. Etwas Geld. Ein Safe. Ein E-Book.
Invasive Hirnmaschine Schnittstellen von Hut Sterow. Auszug aus einem Artikel im Neuroprosthetics-Journal Quartal. Was Quartali? Herbst 2012. Die in der nordamerikanischen Forschung hauptsächlich verwendeten invasiven Hirnmaschine-Schnittstellen HMS unterscheiden sich grundlegend von EEG-Schnittstellen, was die Methode der Aufzeichnung neuronaler Aktivitäten angeht. Während ein EEG neuronale Aktivitäten von außerhalb des Kopfes erkennen kann, müssen zum Gebrauch einer invasiven HMS Elektroden in das Gehirn implantiert werden. Im Prinzip verlassen sich invasive HMS auf die Annahme, dass Neuronengruppen auf bestimmte Handlungen immer gleich reagieren, obwohl die Feuerrate der einzelnen Neuronen von Versuch zu Versuch variiert. Eine klinisch einsetzbare HMS sollte diese Reaktionen dokumentieren und sie nutzen, um motorische Aktivitäten in künstlichen Aktoren nachzubilden. Lebedev 2006. In den 60ern und 70ern trainierten die Wissenschaftler Eberhard E. Fetz und seine Kollegen Affen darauf, die Aktivitäten ihrer Kortikalneuronen durch Biofeedback-Signale implantierte Elektroden aufeinander abzustimmen. Hier wäre mal interessant, ob das wirklich stimmt. Ich nehme an, ja, dass das hier nichts Fiktives ist. Später regte Edward Schmidt an, Prothesen wie zum Beispiel einen Roboterarm mittels Kortikalneuronenaktivität zu bewegen. Aufgrund der nur langsam voranschreitenden Entwicklung benötigter Technologien, wie zum Beispiel der zum Implantieren ausreichender Elektronenmengen in das Gehirn, dauerte es beinahe 20 Jahre, bis die Forscher diese Hypothese auch überprüfen konnten. Mitte der 90er Jahre konnten die Versuche mit invasiven HMS, die Mäusen einfache Bewegungen eines Geräts gestatteten, endlich auf Primaten übertragen werden. An Affen konnten die Wissenschaftler erstmals einen echten Streck- und Beugevorgang erzielen, bei dem der Primat einen Roboterarm allein durch neuronale Stimuli zu flüssigen Streck- und Greifbewegungen antrieb. Lebedev 2006. So, ich glaube, das letzte war jetzt eher fiktiv. Wobei könnte eigentlich auch... Müsste man wirklich mal googeln. So. Ach, wie man hier auch merkt, ist wirklich jedes E-Book, was man hier findet, ein Unikat. Ich habe bisher noch kein Doppeltes gefunden. Hier liegen ein paar Kreditchips. Aber eigentlich bin ich hier eingebrochen in der Hoffnung, irgendwie darüber zu kommen. Notfalls muss ich meine Hackerfähigkeiten erweitern, was ich so oder so wollte. Die Frage ist nur, habe ich noch einen Praxispunkt? Nein, habe ich nicht. Ist auch nur Stufe 1. Da tun wir das gleich mal verstärken. Oh, 15% und naja, okay. Schon wieder. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier Punkte gibt, die drauf gescriptet sind, dass man erwischt wird. Freigabe. Null. Jetzt will ich es nochmal testen. Ich verstärke hier. Mal sehen, ob der wieder losgeht. Ne, diesmal nicht. Sehr seltsam. Gut, jetzt sind wir eigentlich auch schon an unser Ziel. Ah, da oben gibt es noch was. Da gehen wir natürlich erst oben lang. Und jetzt gehen wir raus. Zugriff gewährt. Oh, haben wir schon ordentlich Kohle erhalten. 620. So, okay. Das verwenden wir nicht. Wir verwenden kein Präzisionsgewehr. Da unten sieht ja fast aus, als ob es Granaten gelagert wären. Also hat das jetzt hier nicht viel gebracht. Naja. Gibt es wirklich keinen Weg, um hier irgendwie rüberzukommen? Nein. Vielleicht habe ich in meinem Inventar noch so ein Hacktool. Ich glaube aber nicht. Doch. Automatische Entriegelungssystem. Okay. Ist nur die Frage, wie man das benutzen tut. Dann wende ich es mal gleich an, dann spare ich mir nämlich den Weg
einen zweiten Eingang zu suchen, der wahrscheinlich über die Dächer geht, wie man durch Lüftungsschächte. So. Ausrüsten. So, wie werfe ich das jetzt? Ah, hier R2 benutzen. Explodiert das? So, und jetzt ist es offen. Und da ich das nicht aus Versehen verschwende, tue ich jetzt was anderes reinlegen. Ich habe auch nichts anderes. Okay, dann halt nicht. Wobei es einfach aus Versehen das Tool anzuwenden wird schwer. So, Tür zu. Jetzt war er in der Wohnung des Typen, der die Freundin meiner Pilotin umgebracht hat und ich das ja auch beweisen soll. Ich hoffe nicht, dass du dann zurückkommst. Wie es ja manchmal schon im Spiel gewinnt war. Oh ja, großer Wandschrank, den ich öffnen kann. Hier kann ich mich drinnen eventuell verstecken. Ja, und das war der Lüftungsschacht, von dem ich gesprochen habe. Ich bin jetzt in Lees Apartment. Anscheinend ist niemand zu Hause. Verdammt. Okay, hören Sie. Lee ist zu dumm, um seine Spuren gründlich zu verwischen. Also sehen Sie sich um. Vielleicht finden Sie was Verdächtiges. Nee, der Lüftungsschacht ist hier nur Dekoration. Das heißt, ich bin hier tatsächlich als einzigsten Weg, gibt es hier wirklich nur diese Tür vorne. Oh, da sind Nachrichten drauf. Hey, Lee, Baby. Ich kann's gar nicht abwarten, dich zu sehen, aber ich hänge in der Arbeit fest. Ich weiß, tut mir leid. Ich mach's wieder gut, Baby, versprochen. Wir sehen uns im Hive, okay? Aber fang nicht ohne mich mit der Party an. Ich will dich heute Nacht für mich allein. Im Hive? Hätte ich mir denken können, dass man Lee dort findet. Es ist für ihn sowas wie ein zweites Zuhause. Moment mal, das haben Sie gehört? Tut mir leid, Jensen. Ich dringe ungern in Ihre Privatsphäre ein, aber das ist wichtig. Außerdem habe ich eine Idee. Wenn Sie in Lees Apartment fertig sind, gehen Sie zum Hive. Melden Sie sich, wenn Sie da sind. Ich suche weiter. Hier ist bestimmt noch mehr. Zum Beispiel dieser Computer. So, hacken. Ich finde hier dieses Hacken ist um einiges entspannter als im Bioshock, weil dort wurde es dann auf Dauer langweilig und nervig. Ja, finde ich es sehr angenehm. Bioshock werde ich vielleicht auch nochmal Let's Playen. Mal gucken. So. Es sind noch viele, viele Spiele, die ich Let's Playen muss. Vor allem, worauf ich auch überhaupt Bock habe, ist nochmal anzugehen. Wie im Bioshock. Na, geht doch. Spam ist immer schön. Gut, hier unten hätten wir noch was Schönes, aber da gehe ich später hin. Nur 15%. Trotzdem werde ich entdeckt. Ich habe jetzt hier genug Stoppwürmer, deswegen wende ich sie auch mal an. Und noch einen. Nochmal Spam, damit er noch langsamer wird. Hier ist die Freigabe. Ja. Und hier als letztes. Und dann habe ich fast alles, das habe ich jetzt vergessen. Zugriff egal. Gewährt. 100 Erfahrungspunkte, dann steige ich auch gleich auf. So, von deiner Donna Chang an Li Hong. Liberty in Mind and Body. Random Walk. Geht's hier unten weiter? Ja. Das hier oben ist die Antwort. Oder? Okay, wir fangen von unten an. Hier scheint ganzer Text zu sein. Ich fange da von oben an. So, Heidi, dein Vater hat gesagt, ich soll das hier an dich weiterleiten. Das ist der Quartalsbericht über die Investitionen deiner Familie bei Limp. PS, ich warte immer noch auf die Abschlüsse von Bell Tower Associates. Die sind erstaunlich verschlossen, wenn es um ihre Zahlen geht. Andererseits überrascht mich das nicht. Sie sind immerhin ein privates Unternehmen. Trotzdem, man möchte meinen, sie wären kooperativer angesichts der Firmenanteile deines Vaters. PS, steht Freitag noch?
Donner. Liberty in Mind and Body, Analyst, Kelly, Bewertung, Kaufempfehlung, Kursziel auf 165 gesenkt. Das Unternehmen hat für Quartal 4 27 höhere Gewinne als erwartet gemeldet und die Erwartung damit 4 Quartale hintereinander übertroffen. Dennoch rechnen wir für die nächsten Wochen mit einem sehr absteigenden Trend der Aktie und empfehlen gewinnorientierten Anlegern auf einen Kurs von 145 bis 149 pro Aktie zu warten und erst dann aggressiv zu kaufen. Bewertung: Unser Zielmultiplikator für die Aktien des Unternehmens beträgt 25x unseres geschätzten Gewinns pro Aktie für das Geschäftsjahr 29 von 12,37. Ein Jahr zurück diskontiert um 12% unserer Annahme der Eigenkapitalkosten plus etwa C12 pro Aktie in bar. Daraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 28 ein neues Kursziel von 165 und wir bleiben bei unserer Kaufempfehlung für die Aktien des Unternehmens. Hier unten das übliche, wenn sie irrtümlich erhalten haben, bitte löschen, etc. etc. Das war jetzt sehr viel Börsensprache. So. Hier geht es nur um Aktienanteile, beziehungsweise Aktien selber, wann man sie kaufen bzw. verkaufen sollte. Von Ying Hong an Li Hong, mach uns keine Schande, Sohn. Deswegen haben die auch in der E-Mail-Adresse denselben Nachnamen. Das scheint ein interne Familienangelegenheit zu sein hier. So, dann lese ich mal vor. Sohn, dein Verhalten in letzter Zeit war schändlich. Ich habe bisher immer alles in meiner Macht Stehende getan, um dich zu unterstützen und zu beschützen. Aber meine Geduld ist bald am Ende. Wenn du deinen beschämenden Lebensstil nicht änderst, bleibt mir keine andere Wahl, als dich aus dem Unternehmen und der Familie zu entfernen. Das bedeutet keine finanzielle Unterstützung und keine Immunität mehr. Du entehrst uns alle mit deiner Hurerei. Grüße, Vater. PS. Deiner Mutter geht es gut, aber sie ist sehr enttäuscht. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Schick ihr Blumen. Malik, anscheinend war Hong Senior mit dem Verhalten von Hong Junior sehr unzufrieden. Und hat mit Enterbung gedroht, wenn die Hurerei nicht aufhört. Evelyn war es wohl nicht wert, den Namen der Familie zu tragen. Und wenn er gewusst hätte, dass sie schwanger war, ich kann nicht glauben, dass Lee so etwas tun würde, nur wegen des Geldes. Wo wir gerade von Geld reden. Die Familie Hong scheint bei Belltower und Limp ordentlich investiert zu haben. Das könnte erklären, warum es keine Ermittlungen gab und das Ganze vertuscht wurde. Ich bleibe noch ein Weilchen. Hier ist bestimmt noch mehr zu finden. Bestimmt im nächsten Raum. Oder vielleicht hier sogar im Kleiderschrank. Oder oben hat auch was markiert. Ein Kleidungsstück. Ah, hier war alles leer. Okay. Was zum Teufel soll hier sein mit der Uhr? Antike Uhr? Malik, ich glaube, ich habe die Mordwaffe. Eine kaputte Uhr, sie zeigt dieselbe Zeit an, zu der Evelyn gestorben sein muss. Zufall? Das wäre aber ein großer Zufall. Glauben Sie wirklich? Möglich, wenn Lee wirklich so dumm ist, wie Sie sagen. Wir müssen es im Labor bestätigen lassen, aber ich nenne sowas einen schlagenden Beweis. Es passt. Ich suche noch ein wenig weiter, damit mir auch ja nichts entgeht. Sollen wir mal kurz umschauen, dass er nicht doch irgendwie zurückkommt. Aber er ist ja angeblich eh im Hive. So. Malik, ich habe einen Baseballschläger gefunden, aber er sieht so sauber aus, als wäre er vor kurzem gereinigt worden. Vielleicht hat Lee Evelyns Blut abgewaschen. Das denke ich auch. Aber ich bin nicht sicher, ob man damit die Verletzungen verursachen kann, die sie hatte. Okay, ich glaube, das war's. Ich gehe jetzt zum Hive. Hier drin finden wir ohne die Jungs von der Spurensicherung nichts mehr. Klingt gut. Juhu, aufgestiegen. Dann gehen wir mal ins Hive. So, mal kurz reinschauen. Hier habe ich schon Maximum. Klassifizierung eines Knotens erhöhen. Das nur Analyse brauche ich nicht. Stufe 3 wäre vielleicht mal ganz cool, hacken zu können. Was haben wir denn noch alles? Schleichoptimierung. Ich glaube, das wollte ich auch als nächstes. Wir machen mal auf jeden Fall erstmal einen Punkt. Schon Batterie, dass meine Batterie schneller auflädt. Ja. Ein Punkt in Stufe 3 auf jeden Fall. Damit wir auch höhere Sicherheitsteile hacken können. Wir sind jetzt schon öfters an Stufe 3 Teile gekommen, wie gerade eben. So, ich muss runter.
etwa hier lang oder... ich probiere mal aus, ob ich hier durch kann. Und hier ins Hive gelange. Ja. Das sieht gut aus. Willkommen in Hengshire, der besten Stadt der Welt. Sowas haben Sie in Amerika nicht, was? Haben Sie das Pengu gesehen? Das Dach. 12 Jahre Arbeit. Jetzt haben wir doppelt so viel Platz zum Expandieren. So, ein bisschen umschauen, nicht, dass ich hier irgendwas ausgelassen habe. Wie diese Tür da. Nein, hier war ich anscheinend schon. Ich lasse mal die Türen offen. Damit ich weiß, wo ich schon drin war. So, ich muss anscheinend rundher. Und da hinten ist ja schon das Hive. Schön, Sie wiederzusehen, Sir. Gehen Sie einfach rein. Malik, ich bin im Hive. Wie lautet Ihr Plan? Finden Sie Lee und reden Sie mit ihm. Er muss glauben, dass Sie genau wissen, was er Evelyn angetan hat und warum. Wenn er in Panik gerät, packt er bestimmt aus. Darauf möchte ich wetten. Sorgen Sie dafür, dass es nach Erpressung aussieht. Wenn er für Ihr Schweigen bezahlen will, dreht er sich praktisch seine eigene Schlinge. Ich höre mit und zeichne alles auf. Verstanden. Okay. So, wo ist er? Er wird gar nicht markiert. Bestimmt jemand, der einzeln sitzt, der da. Nein, da steht nur Zivilist. Gehörst du zu Bell Tower? Die meisten augmentierten Ausländer in der Lower City arbeiten. Ich meine, dass sein Name dann da stehen wird. Wer bist du? Okay, du schläfst. Auf dem Klo ist das sicherlich nicht. Zivilist. Wachposten. Zivilist. Hier hinten ist nichts los. Großartig. Er wahrscheinlich. Okay, auch nicht. Der Besitzer von dem Laden hier hat angeblich Beziehungen. Du weißt schon, zu den Triaden. Schmuggel und Schlimmeres direkt aus dem Keller. Ni hao. Hen gaoxing renshi. Ja. Ja. Was wollen Sie, Mann? Sind Sie Li Hong? Kann schon sein, vielleicht auch nicht. Was geht Sie das an, Mann? Ich möchte mit Ihnen über Evelyn Carmichael reden. Evelyn? Ach, verpissen Sie sich, Mann! Ich hab doch der Drogenfahndung schon alles erzählt. Ganz ruhig. Ich bin nicht von der Polizei. Ich bin privat unterwegs und habe mich auf Fälle wie den Ihren spezialisiert. Wenn Sie kein Bulle sind, was wollen Sie dann von mir, hä? Einen Vorschlag machen. Ich habe Beweise, dass Sie Evelyn ermordet haben. Und ich will 2,5 Millionen, um diese Beweise verschwinden zu lassen. 2,5 Millionen? So ein Scheiß. Sie haben gar nichts, Bulle. Und ich zahle Ihnen auch gar nichts. Sie sollten sich das wirklich nochmal überlegen. Und Sie sollten ganz schnell von hier abhauen. Denn wenn Sie Ihre Beweise nicht dabei haben, ist Schluss mit Quatschen. Okay, fangen wir mit dem Polizeibericht an. Ihre Aussage passt nicht zu den Beweisen am Ort von Evelyns Sturz. Ach nein? Und wieso denn nicht? Okay, er scheint ein Alpha zu sein, obwohl er nun wieder Omega
blinkt, aufblinkt, aber Alpha blinkt schon teilweise in der zweiten Stufe auf. So, weil der Polizeibericht nicht beweiskräftig war, weil der Polizeibericht voller kleiner Fehler war, weil der Polizeibericht frisiert wurde. Wir machen mal frisiert. Weil der Polizeibericht frisiert wurde. Und warum sollte man das tun, wenn man nicht ein schwaches Alibi stützen will? Mann, das ist doch alles ein schlechter Witz. Das bedeutet doch alles gar nichts. Aber nicht nur die Beweise passen nicht zusammen. Das gleiche gilt auch für ihre Aussage über Evelyns Sturz. Das war alles gelogen. So, laut ihrer Aussage ist Evelyn gestürzt, weil sie betrunken war. Tollpatschig, sie haben ausgesagt, Evelyn wäre sehr ungeschickt gewesen. Unter Drogen, laut ihrer Aussage, war Evelyn total high, bis obenhin voll mit Drogen. Soweit ich weiß, hieß es, dass sie betrunken war. Laut ihrer Aussage haben sie vor dem Unfall beide viel getrunken und Evelyn ist deshalb gestürzt. Wir wissen beide, dass das nicht wahr ist. Mann, das stand doch alles in der Zeitung. Wenn also die Beweise nicht passen und ihre Aussage eine Lüge war, wie ist Evelyn dann wirklich gestorben? Die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Sie haben sie getötet. Aber wie? Mit der antiken Uhr. Indem sie sie mit der antiken Uhr in ihrem Apartment erschlagen haben. Indem sie sie mit der antiken Uhr erschlagen haben, die sie so stolz in ihrem Apartment präsentieren. Ihre Kopfverletzung und die intrakraniellen Blutungen passen perfekt zusammen. In meinem Apartment? Woher zum Geier wissen Sie, was in meinem Apartment steht? Und wie jedes gute Verbrechen aus Leidenschaft hat auch dieses ein Motiv, das ihren Gewaltausbruch ausgelöst hat. Was hat Evelyn gesagt oder getan, dass sie zum Mörder wurde? So, sie war schwanger. Da oben, sie hat ihnen gesagt, dass sie schwanger war. Sie hat ihnen gesagt, dass sie schwanger war und sie sind in Panik geraten. Sie hatten Angst, ihr schönes Leben könnte zu Ende sein und haben aus Wut zugeschlagen. Wie? Das ist doch Quatsch! Und jetzt zum letzten Puzzleteil. Warum hat Evelyns Tod nie zu einer Morduntersuchung geführt? Weil ihre Familie, eine der wohlhabendsten und einflussreichsten von Shanghai, das Ganze vertuscht hat? Aber wer wurde für sein Schweigen bezahlt? So, Limp, dank der Investition ihrer Familie bei Limp ist der Autopsiebericht verschwunden. Dank der Investition ihrer Familie bei Bell Tower sind sie immun. Sie haben in der Limp-Klinik investiert. Limp. Die beträchtliche Investition ihrer Familie bei Limp hat dafür gesorgt, dass Evelyns Autopsie unter Verschluss blieb. Ihr Tod rutschte einfach durch die Maschen eines maroden Rechtssystems. Scheiß doch drauf, Mann! Und scheiß auf sie! Ich kann ihnen helfen, Lee. Aber das kostet. Oh, also gut! So eine Kacke, ich glaub das nicht. Ich bezahle mal nicht. Ich bezahle, was genau brauchen Sie von mir? Details. Erzählen Sie mir Ihre Version der Geschichte und dann sehen wir weiter. Ich... Scheiße, Mann, ich weiß es nicht. Evelyn, diese blöde Schlampe. Sie hätte mich ruiniert. Ich wollte sie nicht umbringen, okay? Evelyn wollte den Mund nicht halten über uns und das Baby. Also habe ich sie geschlagen. Ich wollte nur, dass sie ihr blödes Maul hält. Aber dann ist diese dämliche Hure völlig ausgerastet. Scheiße, Mann, also habe ich sie so lange geschlagen, bis sie aufgehört hat zu schreien. Als mir klar wurde, was ich getan habe, geriet ich in Panik. Kacke, Mann, sie hat auch kaum noch geatmet. Also habe ich sie zu der Treppe in der Nähe meines Apartments getragen und runtergestoßen. Ich musste dafür sorgen, dass es wie ein Unfall aussah. Ich hatte doch keine Wahl. Sie hat mich ausgetrickst. Sie wollte nur mein Geld. Sie hätte mich ruiniert. Ich muss gehen. Wir sprechen uns bald wieder. Was? Was? Ja, was ist denn mit den Beweisen? Und das Geld? Wo zum Geier wollen Sie hin? Leben Sie wohl, Lee. So, damit haben wir ihn Ding fest. Sagen Sie mir bitte, dass Sie das alles aufgenommen haben. Oh mein Gott, Jensen, ich könnte Sie küssen. Unfassbar, dass Sie ihn einfach so zu einem Geständnis gebracht haben. Um ehrlich zu sein, es war leichter, als ich gedacht hatte. Sie hatten absolut recht, Lee ist wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Trotzdem ist es noch zu früh für Übermut. Bevor ich das Geständnis unseres Freundes an die Medien und Behörden schicke, will ich etwas Gerechtigkeit aller Straßen von Shanghai. Sie müssen für mich eine Kontrolltafel hacken, die mit dem Hive verbunden ist. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Oh, noch was. Hier oben hin. Ich hoffe, damit wäre jetzt die Mission um. Beziehungsweise beendet. Hm.
Kann ich ja einfach hacken, ohne dass sich einer beschwert. Ach ja, machen Sie einfach mal. Die ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen, diese Kontrolltafel. Medienscreen Kontrollterminal. Zum Glück habe ich aus Stufe 3 vor kurzem freigeschaltet. So. Oh, das hier ist gar nicht mal so ohne. Wir versuchen uns mal aus dem Spam vorzuarbeiten. Gut. Mit dem Punkt Verstärker wird er auch erstmal Probleme haben, mich sofort zu entdecken. Okay, jetzt geht's los. Hier machen wir einen Stopp, wie aus, damit wir hinten Ruhe noch alles abreiben können. Nämlich das da. Das da. Das da. Jetzt wird's knapp. Das wird sehr knapp. Scheiße. Fast, fast. Ach, schade. Also nochmal. Super. Mit der kurzen Zeit schaffe ich es doch gar nicht. Vor allem, dass hier Stufe 4 mittlerweile hat. Ne, das kann ich vergessen. Und nochmal. Der letzte Versuch. Ich kann auch schon mal den einen Knoten... Verstärkt ihn doch mal. Ja. Jetzt versuche ich mal links lang zu gehen. Na? Geht doch. Zugriff gewährt. So, Sicherheitsprotokoll in Aktiv. Okay, Malik. Hack erfolgreich. Verifiziere das Signal. Komm schon. Komm schon. Okay, ich bin drin. Frequenzen sind frei, zum Glück. Lade jetzt hoch und fertig. Wir treffen uns vor dem Hive, Jensen. Ich habe eine kleine Überraschung für unseren Freund Lee. Okay, dann bin ich mal gespannt. Stehen sie? Da. Jensen. Malik. Nehmen Sie erstmal das. Ich wollte es eigentlich selbst benutzen, aber nach allem, was Sie getan haben, haben Sie es mehr verdient. Und was werden Sie jetzt tun? Ich kümmere mich noch um ein paar lose Enden und sorge dafür, dass der Autopsiebericht bei den richtigen Leuten landet. Diesmal werden sich die Honks nicht freikaufen können. Lees Geständnis ist eindeutig. Zusammen mit den Beweisen der Autopsie kann er sich einer Anklage nicht entziehen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Oh, das wird sie, in der Tat. Bleiben Sie doch noch ein Weilchen hier. Ich habe eine kleine Überraschung für unseren Freund Lee. Okay, ich gucke zu. Wo ist denn der hin?
Haben Sie den Hive im Blick? Gleich ist Showtime. Zwei. Ja, bestimmt die Monitore. Einfach nur zusehen. Ich weiß es nicht. Evelyn, diese blöde Schlampe. Sie hätte mich ruiniert. Malik, erinnern Sie mich daran, sie niemals zu verärgern. Nach allem, was Sie hier für Evelyn getan haben und für mich, müssten Sie sich da schon ziemlich anstrengen, Mister. Ich wollte nur, dass sie ihr blödes Maul hält. Dann ist diese dämliche Hure völlig ausgerastet. Scheiße, also habe ich sie so lange geschlagen, bis sie aufgehört hat zu schreien. Sie hat auch kaum noch geatmet. Also habe ich sie zu der Treppe in der Nähe meines Apartments getragen und runtergestoßen. Okay, die Geschichte kennen wir. Gehen wir mal weiter. Wir haben auch einen Praxispunkt erhalten. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Ist eigentlich das Wertvollste, finde ich, hier in diesem Spiel. Und noch einen zweiten Punkt erhalten, werde ich hier diese Schleichoptimierung freischalten. Ich hatte doch keine Wahl. Sie hat mich ausgetreten. So, dann machen wir jetzt mal die primäre Aufgabe. Ich muss mal kurz reinschauen, was es war. Da. Den Mitarbeiter-Shuttle zu Team Farm. Okay. Wobei nochmal komplett lesen. Es wird Zeit, dass ich herausfinde, ob Van Brogen, das war der Hacker, bezüglich des Beweises die Wahrheit gesagt hat. An der Xing Street im Xuxing Viertel steht ein Shuttle, das mich nur straks in die Fabrik von Taiyong Medical bringt. Mit meinem brandneuen Mitarbeiterausweis komme ich hinein. Das waren ja auch die Sicherheitsleute von dieser Firma, dächte ich, die ihn erledigen wollten. So, hier komme ich gar nicht weiter, sehe ich gerade. Ah, ich kann hier doch bestimmt durchschleichen. Muss schon aufpassen, dass ich nicht auszusehen auf dem Gebiet bin, wo Bell Tower Polizisten bzw. Wachen patrouillieren. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Können wir mal kurz gucken. 1700, rund 1800. Da können wir uns noch keinen Praxispunkt kaufen. Unsere größte Chance, das zu erreichen, liegt darin, wenn wir... So, bereit. Diese Glastüren vor der Haltestelle gibt es teilweise auch schon. Hält zum Beispiel Selbstmörder ab oder überhaupt Leute ab, die stolpern und dann aus Versehen drauffallen, besoffen sind, drauffallen und so weiter. Eigentlich eine sehr gute Idee, beziehungsweise Erfindung. Malik, gibt's schon was Neues von Pritchard? Ich bin hier, Jensen. Und vor mir liegt der Gebäudeplan von Taiyong Medical. Wunderbar. Ich brauche Zugang zu einem Sicherheitsterminal im Upper City Turm. Ihnen ist aber schon klar, dass zwischen Ihnen und dem Turm eine ganze Skyline liegt, oder? Ich weiß, das Pango. Irgendeine Idee, wie ich hinkomme? Sie sollten erstmal nach oben gehen. So, erstmal durchspielen wir alles. Eine Zeitung. Oh, sogar was Neues. So, oder? Ja. Wir fangen mal rechts an. Beschädigte Zellen durch Einsatz von Nanotechnologie repariert. VersaLife hat heute bekannt gegeben, dass es in einem Versuch an Mäusen durch den Einsatz von Nanotechnologien erstmalig kranke Blutzellen reparieren konnte. Der verwendete Nanobot funktionierte dabei auf ähnliche Weise wie natürliche Antikörper. Die Forscher hoffen, mithilfe dieser Technik eines Tages ein Heilmittel für AIDS entwickeln zu können. So, was haben wir links? Wobei, ich habe aus einem Artikel gelesen, dass Ärzte Medikament gefunden haben, der die DNA, die von AIDS beschädigt wurde, beziehungsweise wo sich das Virus eingehakt hat, zielgenau rausschneiden tut aus dem DNA-Strang. Das ist fast so ähnlich wie hier. Wobei sie eben keine Nanotechnologie einsetzen, aber von der Funktionsweise fast genauso, wobei es hier der Text sehr allgemein gehalten ist.
So, Panshire und die Ethik der Biotechnologie. Es steht zweifelsfrei fest, dass der technische Fortschritt in geradezu atemberaubendem Tempo vonstatten geht. Doch noch während die öffentliche Diskussion über die ethischen Probleme vieler wissenschaftlicher Anwendungen in vollem Gange ist, arbeiten Unternehmen wie Taiyong Medical unaufhörlich an der Ausdehnung der Grenzen des menschlichen Wissens. Die Erforschung organischer, zu Rechenleistung fähiger Matrizen hat uns in die Lage versetzt, Maschinen zu entwerfen, die enorm schnell denken und ihre Ergebnisse gleichzeitig nach menschlichen Maßstäben beurteilen können. So Cao Yun-Ru, TIMs Vorstandsvorsitzende. Ohne diese Arbeit wären Projekte wie Panshire undenkbar. Der größte Durchbruch beim Bau der Tiefseeinstallation besteht darin, dass sie den sich ändernden Wasserdruck permanent überwacht und sich ihm selbstständig anpassen kann. Und die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie sind bei weitem nicht nur auf irdische Anwendung beschränkt. Da außerhalb der Erdatmosphäre ähnlich extreme Bedingungen vorherrschen, könnte diese Technik eines Tages durchaus auch im Weltraum eingesetzt werden, deutet Zau mit einem Lächeln an. Ja, das Ding ist auch dafür da, die Temperatur des Meeres zu regeln oder um ein paar Grad anzuheben. Was will man damit im Weltraum tun? Naja. Vielleicht geht es hier nur um die Konstruktion selber, dass man sowas Großes überhaupt bauen könnte. Hier ist noch so ein Schokoriegel. Die nehmen jetzt sogar alle mal. Da ist gerade einer vorbeigelaufen, oder? Ja. Ich glaube, ist nicht so gut, wenn ich hier erwischt werde. Ich werde erstmal alles fressen an Nanoriegeln. Reicht einer, wieder alles voll zu bekommen? Nein, ich muss tatsächlich pro Energietank einen fressen. Dann schleichen wir uns mal langsam ins Gebäude. Aber ich habe eigentlich einen Mitarbeiter. Oh. Was war das? Eine Explosion? Ich habe ja einen Mitarbeiterausweis. Eigentlich durfte ich hier einfach reinspazieren können. Ja, 15% verstärken wir gleich und werden sofort... Ja, ich kann mich selbst verarschen. Mal sehen, wer ist schneller. Anscheinend wir. Zugriff gewährt. Sie werden vor ihnen abgelegt. Okay. Was werfen wir weg? Eigentlich hier dieses Riesensturmgewehr. Ich bin am Überlegen, vielleicht behalte ich es doch. Kann ich das eigentlich aufstufen? Tatsache. Ah, den Text würde ich nochmal gerne lesen. Sturmgewehr, Gefechtsgewehr M404NF, nicht stationär. Das ist für mich kein Sturmgewehr, das ist für mich immer noch eine Minigun. Verwendung, hohe Durchschlagskraft und Kadenz, optimal für den Kampf mit robusten Gegnern. Beschreibung, das M404NF hat die größte Feuerkraft, die es derzeit auf dem Markt gibt. Es ist eine militärische Unterstützungswaffe, mit der normalerweise Infanterieeinheiten ausgerüstet sind. Es kann einen vollautomatischen Schusshagel abgeben und ist deshalb bestens für Unterdrückungsfeuer auf feindliche Stellung oder Angriffe gegen gepanzerte Ziele geeignet. Das Gefechtsgewehr leistet herausragendes, was Schaden, Reichweite, Munitionskapazität und Kadenz angeht. Aber durch sein Gewicht und die inhärente Instabilität im Dauereinsatz ist es nur für Bereichsangriffe geeignet. Auch das Nachladen kann zeitaufwendig sein. Upgrade, das Gefechtsgewehr unterstützt alle Standard-Upgrades sowie zusätzlich ein spezielles Internal Coolant Enchantment, das ein Überhitzen der Waffe bei Dauerfeuer verhindert. Sie ist ferner kompatibel mit Laserzielsystemen. Dann werfe ich es doch weg, weil die Genauigkeit lässt er teils, beziehungsweise bis die überhaupt anfängt zu feuern, dauert es eine ganze Weile. Dann würde ich es aber eher lieber verkaufen, die ist bestimmt viel wert. Was werfe ich stattdessen weg?
Aber das automatische Entriegelungssystem ist auch sehr praktisch. Was waren die Schmerzmittel? Nur zusätzliche Dinger. Hm. Bringt mir jetzt eigentlich auch nicht so viel. Ich kann halt die Munition wegwerfen. Ich kann das mal gucken. Ich kann aber auch einfach einen Praxispunkt anwenden. Ich mache das jetzt einfach. Ich habe jetzt keinen Bock. Wo war es denn am Rumpf? War es hier? Nein. Rücken. Augen. Tarnsystem. Ich glaube, Armas. Gewicht, Gewicht da. Trag von um 2 und zack. Schon kann ich es tragen. Müsste ich ordentlich Platz haben. Juch. Ja. Okay. Hier scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein. Ein Unfall. Was soll ich tun? Da ist ein Ventil. Im Raum nebenan. Sie müssen jetzt schließen. Annehmen. Ich sehe mal, was ich tun kann. Oh, Gott sei Dank. Bitte beeilen Sie sich. Bitte. So, jetzt muss ich mich wahrscheinlich beeilen. Lassen Sie das Gestammel. Lassen Sie das Gestammel und stehen Sie Ihren Mann. Da muss ich anscheinend rein. Weil ich schnell gehen muss, machen wir es mal so. Und gerettet. Na, eine Gasgranate. Was ist das? Noch Geld. Kann ich mit ihm reden? Sie haben mir das Leben gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Du kannst mir den Weg sagen. Und wohin? Ich muss zum Turm in Upper Hengsha. Nehmen Sie den Fahrstuhl. Hinter dem Cryo-Sterilisationsraum. Unautorisiertes Personal hat dort oben allerdings keinen Zutritt. Aber Kim hat heute Wachdienst. Der schuldet mir einen Gefallen. Sagen Sie ihm, Sie kommen von Lee, dann lässt er Sie bestimmt durch. Vielen Dank, mein Freund. Aber das ist doch das Mindeste. Das ist schon mal praktisch. Wollen wir uns gar nicht verstecken. Oder einen umzuhauen. Oder bestechen oder sonst was. So, also komme ich hier wieder rüber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier eigentlich so gar nicht rüber durfte. Nämlich, dass ich eigentlich nur rüber kann, wenn ich das Scheißding hier wegtrage. Ah, wir kommen schon irgendwie wieder rüber. Nee, kommen wir nicht. Da habe ich mich irgendwie durchgebackt, habe ich das Gefühl. Ich die Scheibe einfach durchschlagen. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach doch, das sind einfach nur schlechter Griff. Jetzt muss ich nämlich irgendwie durchklitschen. Ah. Ich dachte, das wäre so eine große Kiste, die man nur tragen kann, wenn man diese Augmentierung hat. So. Da sind auch noch ein paar Spinde. PDA. Zugangscode Chemielager. Von TIM Sicherheit an TIM Fabrik. Die Chemielager-Zugangscodes wurden geändert. Für den Rest des Monats gelten die folgenden Codes. Oh, wir haben jetzt viele neue Codes bekommen. 4 Stück. So, ah, das finde ich super. Gemäß der geltenden Sicherheitsrichtlinien sind Sie verpflichtet, alle vorigen Zugangscodes unverzüglich zu löschen. Na, ist sogar eine Akte drin. Ne?
Was ist das? Einfach nur... Ach, eine Alarmtafel. Kann ich die hacken? Was passiert dann? Dass ich sie ausschalten kann. Oh, gleich Stufe 3 hier. Ah, ich hab's geschafft. Oh, da unten wird's schwer. Ich versuch's trotzdem. Oh, hat sogar funktioniert. Und da ist schon der Ausgang. Zugriff gewährt. So. Jo, wir sind aufgestiegen. Inaktiv. Deaktivieren. Gut, das kann uns anscheinend gar nicht mehr aktivieren. Sieht hier ein bisschen aus wie Matrix. Der grüne Code. Und wieder haben wir einen Erfahrungspunkt erhalten. Jetzt geht's relativ fix. Ich habe aus Versehen die Granate geworfen. Ah. Ich wollte mich eigentlich gegen die Wand drücken. Das ist dieser Knopf. Ich muss immer... Ach, das ärgert mich jetzt, dass ich eine ganze... Naja. Noch schlimmer wäre es gewesen, wenn jetzt da Zivilisten gestanden hätten. So. Ach, hier kann ich mich auch reinhacken. Wir machen es einfach mal, um ein paar Erfahrungspunkte zu erhalten. Und Geld und was hier alles sonst noch drin steckt. So, erstmal verstärken. Zack, dann gehen wir hier rüber. Gleichzeitig hier rüber. Und verstärken wir auch. Dann haben wir das hier. Gehen hier hoch. Verstärken das und gleichzeitig hier runter. Zugriff gewährt. Schön. Ah, die sind grün angezeigt. Also kann ich ja eigentlich rein, dachte ich. Soll ja auch ein Machtposten Bescheid sagen. Nämlich Kim, dass ich hoch kann. Wir speichern aber vor, sicherheitshalber. Ich bin der Meinung, ich kann da einfach hingehen. Aber man weiß ja nie. Na, jetzt macht der Auto safe, naja. Wo zum Teufel wollen Sie hin, Mann? Der Bereich ist abgesperrt. So, Blaffen. Ist halt ein Rohr abdichten aus dem Giftgas austritt. Aber wenn Sie Dämpfe einatmen wollen, gehe ich wieder. Lee erwähnen. Lee sagte, Sie erinnern sich vielleicht an den Gefallen, den Sie ihm schulden und lassen mich rein. Genau das machen wir jetzt. Lee hat nicht erwähnt, dass es Probleme geben könnte. Er dachte wohl, Sie erinnern sich an den Gefallen, den Sie ihm schulden und lassen mich rein. Okay. Ich lasse Sie durch, weil ich Ihnen was schulde. Aber achten Sie auf die Sicherheitssysteme. Wenn Sie entdeckt werden, muss ich Sie ausschalten. Klingt fair. Ich erstelle gerade einen Bericht über technische Fehlfunktionen. Wollen Sie was melden? Ja. Mit dem Endeffektor des mechanischen Arms stimmt was nicht. Was genau? Wenn ich das wüsste, würde ich es nicht melden. Ich schicke jemanden auf den Wartungssteg, der sich das mal ansieht. Okay, was ist das hier? Wenn Sie eine Fehlfunktion haben, reden Sie mit mir. Ich hatte in letzter Zeit so viel zu tun, dass ich kaum dazu gekommen bin. Sie will nicht reden mit mir? Hallo. Hoffentlich ist der mechanische Arm bis morgen repariert. Ein Glück, dass ich das nicht machen muss. Mir wird auf dem Steg immer schwindelig. Ich nehme an, ich kann die Systeme nicht hacken, wenn die da stehen. Oh, hier sehen wir Kameras, Wachsoldaten. Ich denke mal, wenn ich da unten bin, darf ich nicht mehr erwischt werden. So, Munition. Wobei, ich kann die ja auch alle ausschalten mit dem Betäubungsgewehr.
Ich sehe da auch nur eine Wache. Würde sich fast anbieten. Vielleicht mache ich das sogar. Die Zeitung kennen wir schon. Betäubungspfeile, sehr gut. Gehen wir hier hoch. Gibt es hier oben Wachposten? Nein. Ich versuche mal nicht so schnell zu rennen, nicht dass mich hier irgendjemand hört. Jetzt effektiv hier oben gar nichts gebracht, bis auf ein ein schallgedämpftes Präzisionsgewehr, was mir aber nicht viel bringen tut. Wobei es bestimmt eine Menge Geld wert ist. Und da ich ja eher friedlich spiele, reicht mir eigentlich das Betäubungsgewehr voll aus. Was ja auch lautlos ist. Kann ich hier nochmal runterschauen? Ich sehe ansonsten auch kaum andere Wachen. Ich glaube, ich werde den einen betäuben, zur Sicherheit. Wie komme ich ja eigentlich überhaupt runter? Ah, hier. Darf ich hier rein? So ganz legal? Ich glaube nicht. Da gehen wir nochmal hoch. Hole ich mein Betäubungsgewehr raus. Und ob mir das gelingt, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis gleich.